früher Morgen. Wir sind irgendwie mal wieder aus dem Bett gefallen. Es ist noch alles ruhig, alles still. Es geht kaum ein Lüftchen. Wir haben noch nicht einmal gefrühstückt, aber wir haben heute sehr großes Glück. Wir gucken einmal zum Ufer und zack, schwimmt da doch Familie Biber vorbei. Wir freuen uns sehr, weil das zweite Mal, dass wir hier in den Niederlanden Biber sehen und ist immer wieder für uns ein Erlebnis. Ja, wir haben heute aber auch schweren Herzens eine Entscheidung getroffen. Eigentlich sollte es ja für uns jetzt die Maas weiter zu Berg gehen, nochmal zum Leuker Meer. Da wollten wir noch gerne einmal hin. Allerdings, das wird nichts. Wir haben so ein bisschen ja, nach dem Wetter geschaut. Es soll in den nächsten Tagen sehr ungemütlich werden. Es soll sehr windig werden und es soll auch nur noch regnen. Und ja, dann macht das Ganze auch keinen Spaß. Dann wollen wir uns die Zeit lieber sparen und haben uns jetzt dazu entschieden, bei uns in die Seenplatte schon mal zu fahren. Allerdings dann nicht in den Yachthafen, also in unsere Box, sondern nochmal an den Wiesenstegen am Ufer festzumachen und dann noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, ist jetzt so ein bisschen ja, niederschmetternd, weil damit geht der Urlaub jetzt doch so ziemlich dem Ende entgegen. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Nur bei schlechtem Wetter jetzt noch durch die Gegend fahren, ja, das macht dann ja auch nicht mehr so richtig Spaß. Wir fahren die Maas jetzt wieder ein Stückchen zu Tal bis zu unserer Seenplatte. Wenn wir jetzt aber so mal den Urlaub schon mal Revue passieren lassen, so gedanklich, muss man schon sagen, wir haben mit dem Wetter echt Glück gehabt. Wir hatten es richtig schön warm, wir hatten ganz viel Sonne, kaum Regen. Also wir können uns tatsächlich nicht beschweren und wir haben nun mal jetzt auch mittlerweile September. Da muss man auch schon mal mit dem ersten Herbstwetter rechnen. Das ist nun mal so und wir beschweren uns nicht. Wir freuen uns natürlich dann auf die nächste Fahrsaison. Das wird jetzt unser letzter Fahrurlaub natürlich für dieses Jahr sein. Aber nächstes Jahr geht es dann ja auch wieder los. Ein paar Kilometerchen haben wir jetzt noch zu fahren. Da freuen wir uns auch drauf. Und ein paar Tage haben wir auch noch, bis wir dann tatsächlich nach Hause müssen. Und die werden wir jetzt noch genießen.
es auch schon. Unser Tor zur Heimat. Vor 3 Wochen haben wir hier unseren Urlaub begonnen und hier wird er dann auch natürlich enden. Ja, so unschön wie es ist, einen Urlaub zu beenden. Ich glaube, das kennt einfach jeder. Für uns ist aber auch immer wieder schön, nach Hause zu kommen, in die Heimat. Wir liegen gerne in dem Yachthafen, wo wir sind. Das ist der Yachthafen Tello in den kleinen Berg de Plassen. Und wir fühlen uns da auch sehr wohl. Deshalb ist das Zurückkommen auch doch immer irgendwie was Schönes. Vor 10 Jahren das erste Mal mit unserem alten Boot in die Kreienbergse Plassen gefahren sind, waren wir uns erst gar nicht sicher, ob wir hier richtig sind, weil man fährt erstmal hier durch so ein bisschen Industriegebiet und fragt sich, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Aber schon nach kurzer Zeit, wenn man unter den nächsten Brücken her ist, sieht man dann diese wunderschönen Seenplatten und man weiß, ja, hier ist man richtig. Auf der Backbordseite kann man jetzt den Yachthafen Tello sehen und unsere Box können wir auch sehen. Die ist natürlich frei. Unsere Stegnachbarn sind vollzählig da. Wir werden jetzt aber noch hier vorne an den Wiesensteg ans Ufer fahren und da ein bisschen festmachen. Und von da aus haben wir alles im Blick und können auch noch ein paar schöne Spaziergänge machen. Und dann werden wir in 1-2 Tagen mal sehen, dann auch rüber in unsere Box fahren. Lange brauchen wir nicht zu warten. Ein paar Stunden nachdem wir angekommen sind, wird es auch deutlich windiger. Wir werden hier ganz schön durchgeschüttelt und ganz ekelig ist dieser Schaum, der sich bei uns am Schiff bildet, dadurch, dass die Wellen vorne an diesem Holz vorbei gegen unser Schiff schlagen, bildet sich da dieser eklige Schaum, der sich dann so richtig schön neben unserem Schiff auftürmt. Naja. Gucken wir mal, ob wir da eine Schaumparty draus machen. Wie angekündigt regnet es auch die meiste Zeit, auch so an dem Tag, an dem wir gerne unsere Box zurückfahren möchten. So müssen wir dann ein kleines bisschen warten, bis wir dann mal eine Regenpause haben. Es ist zwar noch relativ dunkel und der nächste Regen ist auch schon im Anzug, aber wir machen los und werden jetzt mal eben flott in unsere Box rüberfahren. Ist ja nun mal nicht weit und hoffen, dass wir das dann vielleicht trockenen Fußes schaffen.
Ja, hier vorne ist jetzt dann auch unser Steg. Da fahren wir jetzt gerade dran vorbei. Kurz zu unserem Anlegemanöver. Wir werden wieder rückwärts in unsere Box fahren. Das machen wir eigentlich immer, weil wir sitzen, wenn schön Wetter ist, natürlich hinten auf dem Achterdeck und können von da aus dann schön gucken, wer in die Seenplatte reinfährt und wer rausfährt. Und wir haben uns mittlerweile tatsächlich auch angewöhnt, ja, häufig rückwärts anzulegen. Irgendwie, ja, können wir das ganz gut, muss ich sagen. Ja, uns ist egal, wo wir bei uns von Bord gehen. Wir haben also keinen Ausstieg, wo wir unbedingt runter müssen. Da wir keine Reling um unser Schiff haben, können wir eigentlich überall von Bord. Deshalb ist das uns relativ egal. Aber wir fahren hier jetzt einfach mal wieder rückwärts rein. Wir hoffen, euch hat unser Urlaub genauso gut gefallen wie uns und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Urlaub wieder mit begleiten würdet. Bis dahin, alles Gute, tschüss!